Moin, moin, liebe Leute, da sind wir wieder bei der Toy Story 2 Adventure Map und du bist doch ein Penis. In dein Gesicht mit meinem Penis. Eigentlich sind es Pfeile, aber es klang jetzt irgendwie badass. Nein, tat's eigentlich nicht, aber egal. In dein Gesicht. Ich will eigentlich nur hier den halb kaputten Bogen loswerden. Sonst würde ich euch gar nicht killen, sondern einfach zur Leiter sprinten. So. Ja, die Küche haben wir fertig. In dein Gesicht. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Und nochmal. Die Küche haben wir fertig und jetzt geht's ins Basement, also in den Keller. Wo ich schätze, dass der hier ist. Weil es irgendwie logisch ist. Und dieses Schwein hat sich seit ungefähr 45 Minuten nicht bewegt. Zumindest glaube ich es, denn 45 Minuten haben wir gerade aufgenommen, beziehungsweise 44 Minuten. Ja, das sieht sehr nach Keller aus. Interessant. Wirklich interessant. Die Lava ist übrigens grün, das ist auch schon mal. Aua. Ist auch schon mal was Besonderes. Hi, hab dich, du bist. Du bist immer noch. Ah, dann nicht. Nie wollen sie mit mir spielen. War hier oben noch vielleicht ein Coin oder so? Anscheinend nicht. Da ist aber einer. Komm her. Ich bin Schneiper, brauchst dich gar nicht verstecken. Bin zwar ein ziemlich beschissener Sniper, aber ich bin einer. Ich bin schielender Sniper. Aber das macht keinen Unterschied, weil ich kann trotzdem schießen. Glaube ich. Ist hier noch was? Nö. Ich komme von da oben anscheinend irgendwie da drauf. Soll ich das erstmal probieren? Na. Ja, genau. Gerade jetzt gehst du kaputt, ne? Wenn ich springe, überlebe ich. Ach, egal. Hey, ja. Wenn es um Punkte geht, kenne ich kein Erbarmen. Ich muss übrigens einmal kurz das gucken. Okay. Scheint okay zu sein mit der Aufnahme. Also ich hoffe es zumindest. Hier ist auch noch ein halb kaputter Bogen. Woher der jetzt auch immer wieder kommt, ich habe keine Ahnung. Goddammit. Diese ganzen verfluchten Spinnen, ne? Und die Skelette sowieso. Wow. Kollege, so nicht. So nicht, Kollege. Das haben wir nicht gewettet. Hier ist es echt dunkel im Keller. Ist vielleicht nicht unbedingt der beste Punkt, um zu sein. Okay. Also ich könnte definitiv. Nein, nein, aus. Ich könnte definitiv neue Waffen langsam gebrauchen. Scared Rex. Warte, ich pack das hier erstmal rein. Scared Rex. Die kann ich auch mal wegpacken. Und Basement irgendwas. Oh, sorry, that I didn't. Oh, Entschuldigung, dass ich nicht hier bin, aber weißt du, dieser Platz ist zu gruselig für mich. Viel Glück. Okay. Hey, Bass, du bist jetzt im Keller. Das ist der gruseligste Ort im ganzen Haus. Hier gibt es ein paar Aufgaben für ein mutiges Spielzeug wie dich. Als erstes musst du einen Weg auf die
Plattform, was? Einen Weg zur Plattform finden, wo eine Kiste mit versteckten Pizza Planet Tokens ist. Die zweite Aufgabe findest du oben auf den Regalen und rette das verlorene Schaf. Dritte Quest ist, sammel so viele Punkte wie du kannst. Und das letzte Quest ist, dass ich mal wieder Piggy finden muss, der mir Punkte gibt. Ich sollte vielleicht das Basement-Quest-Buch mitnehmen. Way to the Platform. Du hast keine Augen. Ach ja, nee, die sind hier. Wow. Spawnpoint setzen. Hi. Komm, ich helfe dir. Gern geschehen. So, ich sammle jetzt erstmal die ganze Erfahrung hier ein. Ich dachte, der spielt gleich We Wish You a Merry Christmas. Hier ist noch ein Punkt. Ich habe dich genau gesehen. So, ich denke mal, auf diese Plattform hier komme ich wieder über die Stufen. Kuh, du kannst keine Treppen laufen. Kuh, geh nach Hause. Ja, ich weiß, das ist traurig, aber ich kann es nicht ändern, ne? Goddammit. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Genau. So, ich könnte möglicherweise so hier drauf. Ich glaube allerdings, der Sturz ist nicht allzu gesund. Ich muss wieder was essen. Nein. Ich habe mich halt noch nicht wirklich so daran gewöhnt, dass ich, Dankeschön, dass ich Batterien fresse. Wisst ihr? Das ist ein bisschen merkwürdig. Komme ich denn da irgendwie so drauf? Also das bringt mir nichts. Geronimo! Ah, hat tatsächlich geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kann abwechseln, ist kein Thema. So. What? Ach, ich dachte, ihr seid Endermänner. Ich dachte, what the fuck are you? Okay, du bist. Okay, wahrscheinlich hätte ich auch einfach von einer anderen Seite hier hochkommen können, oder? What? Alter! Verfickte Blaze. Minuten 33. Ja, besser als nichts. Ne? Ja, geil, da komme ich nicht rein. Wie komme ich denn da rein? Ist die Frage. Vielleicht ein bisschen früh genommen, die Potion. Auf die Plattform wäre ich hier. Hier wäre ich darauf gekommen, ne? Ja. Geh weg. Warum brenne ich? Ich habe eine Potion gegen Fire Resistance. Ah. Habe ich eine Spinne attackiert. Das ergibt natürlich Sinn. Ach, ich komme hier rein. Komm hier doch rein. Nur die scheiß Druckplatte nicht gesehen.
Nein! 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 Verdammt. Screw you. Ich habe zum Glück nur eine Potion of Fire Resistance. So hätte ich das eigentlich machen müssen. Ich bin jetzt von der Treppe gesprungen, war auch eine Möglichkeit. Vielleicht ein bisschen over the top, aber es war möglich. Nein! Ah, geh da raus. Danke. Potion of Strength. Nehme ich auch mal. Weg mit der Flasche. Meine Potion of Healing liegt leider noch da drinne. Das ist das Problem. Aber die hole ich mir jetzt wieder. Ich bin jetzt auch ein bisschen stärker. Das zum Thema, ich bin jetzt auch ein bisschen stärker. Ja, das wird wieder ein verdammt lustiges, ein verdammt lustiger Abschnitt hier für mich. Für mich über Pro. Vor allem jetzt ohne die passenden Potions. Wie zum Teufel soll ich den kriegen, ohne dass er verbrennt? Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Die Rache für das Schwein, schätze ich. Tja, ich sterbe. Und ich werde hier noch viel öfter sterben. Das könnt ihr glauben. Vor allem da drin. Da drin wird pervers. Ich habe schon eine verschissene Stärke-Potion. Das musst du dir mal überlegen. Nee, ist klar. Ist klar. Kein Thema. Ja, nee, aber sonst ist alles okay bei euch, ne? Ist nicht übertrieben oder so. Ist es nicht. Geh kacken. Hier unten ist doch sicher noch irgendwo ein Checkpoint. Ich schätze nicht. Ich hänge in der Tür. Ich den nicht. Nein. Ich versuche mich gerade ein wenig zu konzentrieren. Tut mir leid.
Ist klar. So, 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 so. You fucking kidding me, oder? Alter. Nein. You have found a stolen treasure. Now is the time to find a way up the shelves to rescue the sheep. Gut, ich habe alles gefunden, was ich brauchte. Scheiß auf die paar Punkte da. Ehrlich, ich geh da jetzt nicht nochmal rein. Ich kann ja mal von außen gucken, wie viele Punkte ich vergessen habe. Vielleicht lohnt sich's ja noch, aber ich glaube nicht. Vor allem, da mir langsam auch doch so langsam die Waffen ausgehen. So, da war nix, glaube ich. In dein Gesicht, mal wieder. Haben wir ja lange nicht mehr. Hallo, brennende Fledermaus. Okay, da muss ich dann so rüber. Da oben gibt's auch noch Score. Gott, der Keller ist hart. Der Keller ist echt hart. Zumindest im Vergleich zu den anderen Sachen. Ich weiß, bei den anderen Sachen bin ich auch schon ein paar Mal verreckt, aber der Keller ist echt hart. Ja. Da sind noch 2 Punkte drinne. Mein Trank ist eh schon despawned. Naja. Dann Wayne. Dann echt Wayne. So, da hinten war, glaube ich, eine Leiter. Ich glaube es. Aber die grüne Lava sieht irgendwie interessant aus. Ne, war hier keine? Doch. Hier war eine Leiter, meine ich doch. War hier noch irgendwo ein Punkt? Nee, ne? Gut. Dann hätte ich gerne einen neuen Spawnpoint, sobald ich da oben bin. Eventuell kämen wir ja gegen Ende, also wenn wir hier alle Quests durch haben, nochmal in dieses Gittergedöns zurück. Jetzt definitiv nicht so. So. Ich brauche mehr Batterien. Was wird da eigentlich dispensed? I don't know. Up close and personal. So. Was gibt es? Hier gibt es einen Punkt. Punkte sind toll, Waffen werden jetzt allerdings noch besser bald. Bald mal. Hier gibt es gar nichts. Ja, das ist... Das ist jetzt eher unangenehm, ne? Komm ich da hinten hoch? Hat der mich in meinem Sprungangriff gestört? Wow! Da muss ich hin... Da hoch muss ich und dann muss ich hier rüber zu dem Kackschwein.
Und ich habe immer noch keinen Checkpoint. Gut. Ich denke mal, das reicht jetzt auch für heute zumindest. Denn das frustriert mich gerade etwas, das ständige Sterben. Und ich habe jetzt auch gut schon über eine Stunde aufgenommen. Das dürfte erstmal reichen. Ja, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar vor allem. Das ist, es gibt nichts Besseres, als auch mal in den Kommentaren zu lesen, dass das Video wirklich geguckt wurde und nicht angeklickt. Aber ich halt meine Fresse. So, zum Abschluss helfe ich dir nochmal. Ja, gern geschehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.